Hallo? Oh mein Gott, hi. 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 Jungs, wie geht's euch? Ich bin ziemlich aufgeregt, überfordert. Ja. Wir machen es ganz entspannt auf ganz cool. Ich finde es ja erstmal sehr, sehr schön und sehr interessant, dass ihr euch bei mir gemeldet habt. Denn ich habe den Spielmodus ja noch gar nicht gespielt. Ne? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon. Ja. Sag mir mal ganz kurz, ist das auch in der 1.14 jetzt dann? Oder in welcher Version ist? Ja, 1.14 würde ich dir raten, weil dann kannst du einen Dreizack usen, aber das können wir eh nicht machen, weil Crappy Creepy hat. Ja, genau. Okay, was für ein Problem gibt's denn da, Jo? Also ich spiele halt 1.12, so, weil ich so einen Bug habe in der 1.14 irgendwie. Und ja, wenn halt jemand einen Dreizack use, werde ich halt aus der Runde gekickt. So, das ist halt jetzt ein bisschen lost. Ja. Und dann bist du trotzdem in der Top 10, auch wenn du einfach easy aus der Runde gekickt werden wirst. Ja. Moin, ist ja übertrieben einfach, dann gegen dich zu gewinnen, oder? Also. Eigentlich schon. So, dann erzählt mir doch mal bitte, wie seid ihr denn überhaupt auf diesen Spielmodus? Also wie kamt ihr dazu, dass ihr den jetzt einfach so halt sweatet? Also was heißt sweatet, aber dass ihr halt auf Top 10 spielt so? Also dass ihr auf Stats bei so einem Spielmodus spielt? Ich habe lang kein Minecraft mehr gespielt. Ich habe andere Spiele gespielt, World of Tanks und so etwas. Und ich habe mir gesagt, yo, Suro wird jetzt der Aufschwung wieder für Minecraft sein. Und habe mich mega gefreut, dass ich wurde. Habe ich halt angefangen wirklich zu sweaten und... Okay. Ja, genau, bei mir ist halt einfach so, ich spiele halt New York Space so irgendwie schon relativ lange. Bad Wars kennen mich wahrscheinlich auch die meisten dann so, keine Ahnung, von 1.12, weiß nicht, wenn Bad Wars irgendwer dabei ist, I don't know. Aber ja, da bin ich halt auch hier auf New York Platz 3 mittlerweile, bin abgestiegen. Okay, ja, deswegen dachte ich so, Suro, du bist halt auch so, ja, ich habe kein Leben so. Yes. Ich auch seit einem halben Jahr, ja oder so, schau, also ehrlich so, ich schau dich noch nicht so lange, deswegen, dann weiß ich dich halt komplett, deswegen, ja. Ach, genau. Ach, dann bin ich ja ganz rot. Ja, das Ding ist, was ja das Interessante auch war, ihr habt mir auch geschrieben in der E-Mail, dass ich ja eventuell was für Suro 2 mitnehmen könnte. Da wir doch ziemlich gute Spieler sind und ich doch sehr traurig war, dass du gegen wenig gestorben bist und wir auch einen Privatserver haben, wo wir noch ein bisschen Erfahrung in der 1.14 sammeln, denke ich doch, dass wir dir da vielleicht etwas helfen können. Okay, na ich glaube, ich werde auf jeden Fall dann einfach mit einem Dreizack spielen. ja, mach das. Nee, okay, krass. Macht euch denn jetzt mal ehrlich gesagt, also ich habe ja den Modus noch nie selber gespielt, aber ich muss sagen, warum ich nicht gespielt habe, ist so für mich eher das Ding gewesen, dass ich gedacht habe, ganz ehrlich, es ist vielleicht einmal, wenn man es einmal spielt, ist es vielleicht ganz cool, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, diesen Modus halt richtig zu grinden, dass es halt wirklich Spaß macht. Macht euch das wirklich Spaß? Ja, total. Also, ich muss ja ehrlich sagen, normalerweise ist es immer die Strat, wenn du Top-10-Spieler bist, da bin ich eine Ausnahme. Du spielst immer Phasen, Guru oder Celtics. Ich bin immer jemand, der spielt als Main Basti, also dich. Okay. Ich spiel immer Basti. Schleim. Ja. Nee, aber es ist wirklich so, das kannst du auch. Ja, das ist wirklich so, ja, das stimmt. Ich spiele fast immer nur Basti, weil Basti hat halt 2 Gift-Potions, ein Dreizack, ist einfach geil. Mhm. Und die Rüstung ist akzeptabel, das Schwert ist okay. Um es mal ganz kurz für die Leute auch generell zu erklären, es ist ja so, ich glaube nach Folge 8 oder so ist der Stand des Stuffs, ne? Nach dem Auslangen von Folge 8 und man kommt halt in die Runde rein und sozusagen ist der Suro-Spielmodus hier einfach eine genaue Simulation vom Ende der 8. Folge und man kann, wenn man jetzt in die Runde joint, jeder nimmt dann sozusagen einen Charakter an, also einen Spieler, der halt in dem Suro-Dings dabei war. Aber das ist ja schon so eine Sache, also ich finde es ist eine coole Sache, aber das ist für mich so ein Ding, das ist einfach so übertrieben unbalanced, weil es geht doch darum, einfach nur Glück zu haben, wen du bekommst. Ja, eigentlich schon. Nee, es geht darum, schnell rein zu joinen und genau. Ja, aber das ist doch unbalanced, also das ist doch Trash. Also wo bleibt mir dann der Spielspaß, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, macht es Spaß, mit Herr Bergmann zu spielen gegen die Leute, die halt jetzt viel besseren Stuff dann haben. Je nachdem, Basti zum Beispiel, der ist für die meisten keine der Top 3 in diesem Modi und das verstehe ich nicht, weil die Gift Potion kann alles entscheiden, alles. Und deshalb macht es mir auch so viel Spaß, weil ich spiele ja eigentlich so gesehen keinen der Top 3, spiele aber auch keinen Underdog und habe trotzdem ziemlich viel Erfolg damit. So, was sind dann aktuell eure Stats in Suro? Also ich bin 9, erst 2. Alltime. Okay, und monatlich haben wir. Wie funktionieren die Stats hier? Nach Punkten oder nach Wins oder nach was? Ja, nach Punkte. Punkte sind halt Kills, Siege, Niederlagen, alles so. Darf ich kurz das erklären? Und zwar, es ist ziemlich traurig, das Punktesystem hier. Und zwar, viel spielt, ist einfach weit vorne. Zum Beispiel der Typ mit den meisten Niederlagen, der ist total schlecht. Hat vielleicht 50 Wins, ist aber Platz 30. Das heißt, es ist ziemlich unbalanced. Okay. Wir zwei sind aber welche, die halt ziemlich viele Wins und Kills auch haben. Mhm. Ich bin eher der Wins-Spieler, er ist der Kills-Spieler, ja. Noch zum Spielmodus, ist es an sich, was gibt es so für Limits, was Teams und so weiter angeht? Darf ich irgendwie mit allen oder... Gar kein Limit. Du darfst mit allen machen, was du willst. Achso. Egal, ich finde. Aha. Ganz ist einfach Stats. Also an sich ist ja Stats Boost noch komplett easy, oder? Ja. Gut, Jungs, dann lad mich mal auf jeden Fall ein, dann lass mal einfach eine Runde spielen. Aber wie stellt ihr euch das? Also, was ist jetzt das, was ihr mit mir vorhabt? Werdet ihr jetzt mit mir nur Runden spielen, wo ihr eure Main-Charaktere bekommt? Oder ist das euch jetzt Wayne? Würdet ihr jetzt mit einem spielen? Weil jetzt im Stream wird es ein bisschen schwieriger, ne? Also. Ich denke, ich werde ein bisschen ausweichen müssen, weil ich denke, du willst Basti spielen, das ist natürlich klar. Mir ist es Wayne, ich habe da den Modus noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. Also, ich glaube, ich hatte keine Healing auf jeden Fall. War, das war die Folge. Nee, doch, ja.
Du hast einen Goldapfel und eine... Das war die Folge, warte mal, Ende 8. Folge, in der nächsten Folge hat mir dann Fabo die Chestplate gedroppt oder irgendwie. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein Piece. Ja, das ist das Problem. Fabo hat noch deine Chestplate und deshalb hast du eigentlich noch ziemlich, Rüstung. Aber ich habe einen Pro-3-Helm, ich habe einen starken Helm. Ja, natürlich. also wir haben auch immer so ein paar Begriffe, zum Beispiel Basti-Helm, das ist halt der stärkste Helm, Fabo-Schuhe, Fabo... ja, jetzt auf, okay, das ist krass, das ist geil, ja, okay. Ich muss ein TP runterladen. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen los jetzt so, wenn ja, das würde ich dir nicht raten, weil dann hast du so einen Ladescreen und den willst du nicht. Oh Mann, ich finde es auch gerade so lol, mir schreiben gerade einfach alle über Meski, oh mein Gott, du bist mit Basti im Stream und so, oh mein Gott. Bist du? Nee, gar nicht. Naja, also ihr müsst mir sagen, also ich glaube, es ist, wo sehe ich denn, also da wo kein Totenkopf ist, der wäre noch frei oder was? Ja, genau. Ja. Was bist du jetzt geworden? Ja. Das kannst du beim Tab sehen, wenn du willst. Achso, ja, ich bin Gaming Guides. Weiß, wo du bist. Wenn wir zu Gaming Guides mal hinrennen, wer bist du geworden? Ich bin Fischen, wie immer. Okay, dann lass uns zu Gaming Guides uns gehen. Wir werden heute wahrscheinlich eure Stats vielleicht ein bisschen rippen und so. Juckt es euch oder ist das so egal? Schlimm. Ist das Wayne? Nö, ich krieg immer noch Punkte und ich bin gerade 200 Punkte, bin ich Platz. Also wenn ihr einfach viel spielt, also ist jetzt auch, wenn ihr jetzt einfach eine Runde habt, keinen einzigen Kill macht, steigt ihr trotzdem im Ranking auf. Ja, weil Niederlande gibt 5 Punkte. Ja. Und genau, wie viel? Also und wie viel? Sind 5 Minuten 17. Ja, oha, okay, dann ist ja absolut. Dann nehmt es mich über, ist jetzt dann ja auch nicht so krass schwer, dann jetzt irgendwie im Ranking aufzusteigen und nee. So, oder? Also. Ja, eigentlich nicht. Mhm, davon ist wenig. Also ich habe auf jeden Fall nichts, also du musst mich jetzt gerade ein bisschen carryen, ne? Ja. Du musst einfach nur hinten bleiben, ich gebe dir da vielleicht noch ein bisschen Equipment vor. Okay, warte. Oh ja, wir haben schon hier ein durchgehendes OP, da musst du immer versuchen von hinten ran zu hitten, aber ich glaube, das weißt du. Du hast ja mitgemacht beim echten. Ja, ich war dabei. Und es ist halt wichtig, immer das Equipment von den anderen Menschen zu kennen und das ist immer das Wichtigste in dem Modi. Ja. Zum Beispiel, das kann ich. Und, ja. Schön, Junge. Pro 2. Was habe ich denn zum Beispiel? Oh, shit. Völlig vergessen. Jetzt hast du gesehen, was passiert ist. Creepy musste die Runde verlassen, weil ich mich gespinnt habe. Jo, aber ich probiere noch. Sorry. Ich glaube, jetzt gibt's ein bisschen Stuff für mich, jawohl. Ja, Fabo hat halt keine Pfeile, musst du immer bedenken. Das heißt, er ist immer ein Freekill geführt. Je nachdem, der Einzige, der jetzt wirklich, Scheiß Zombie. Ich hab's echt vermisst, das war echt ein, das war echt schön. Ich denke, das hat jetzt ziemlich viel Spaß gemacht. Ja. Okay, nice. Ich glaube, wir haben eine volle Runde, das erlebt man nicht viel. Weil meist lieben Leute, wenn die nicht ihre Lieblingscharaktere kriegen, was eigentlich standardmäßig ist. Weil alle hier in dem Modi ziemlich reinschwitzen. So, Fabo ist ein Freekill, hatte ja keinen hier. Early Boy ist auch eigentlich ein Freekill. Alles ist ein Freekill, außer Celtics und Let's Hugo gerade. Das sind aber auch harte Worte, wenn du sagst immer Freekill, ne? Also, ich meine, du kannst da trotzdem auch komplett ohne Heal irgendwas reißen, oder? Also Lucky kannst ja schon irgendwas bringen. Ja. Es gibt ein Event, das heißt Explosionspfeile. Ich glaube, du warst im echten Zugo dabei. Ich glaube, das musst du nicht erklären. Und da explodieren halt die Pfeile. Damit kannst du halt wirklich noch als Solo, kannst du halt immer noch ziemlich viel reißen, muss man ehrlich auch sagen. Mhm. Gehen wir zum Spawn, oder was ist jetzt der Plan eigentlich? Also, wo bist du jetzt eigentlich schon da? Ich bin auch noch so ein bisschen, ich loot hier noch ein bisschen so auf nebenbei, weil hier, also, du kannst, hier sind ja auch noch eine Menge Dias, sehe ich überall. Ich nehme eigentlich nie was mit, außer Essen, Tränke habe ich nichts dabei und halbe Equipment für Bogen und so etwas. Ja. Wenn du Facebook hast, kannst du eigentlich Bow-Spam und du hast das gewonnen, auch wenn es dränkig ist, was leider mir sehr oft passiert, dass ich von Phasenbogen weggespammt werde. Ja, das Blocken bringt dir nicht so viel, weil du da trotzdem brennst, oder? Deshalb musst du dich im Wasser setzen. Und dann kannst du nochmal den nächsten Shot nochmal treffen und so, ne? Was ist denn jetzt mal, was wäre denn jetzt so ein Tipp? Ich habe ja vorhin schon gefragt, was wäre jetzt so ein Tipp, was könnte ich in Suro 2 denn besser machen als in Suro 1? Eindeutig irgendwie es hinkriegen, eine Armbrust auf Dings zu entscharten, auf Durchschuss. Weil das schießt erstens die Dings. Hatte ich ja. Achso. Ja, das hat es aber nur im Fight gegen. So, ja. Die sind hier nicht aktiviert, deshalb. Achtung, hinter die Creeper. Das war dumm. Nebenbei Platz 9. Wie viel Healing hast du denn jetzt zum Beispiel rein, türkisch? Also jetzt nach. Ich habe noch eigentlich nicht genug Zeug. Also ich habe noch Fire Resin, Regenerationspot und 2 Geschwindigkeit. Brauchst du Geschwindigkeit? Ja, nehme ich gerne. Na, ich meinte jetzt nur, ob du noch Healing hast für mich. Leider nein, Entschuldigung. Achso. Also, naja, es wird ja halt noch. Jetzt kommt hier ein Loot-Drop. Da kann. Eigentlich sind die. Das waren Raketen scheiße. Von mir. Achso. Platz 9, oder? Ja. Ja, aber ich merke schon, also der Modus ist auf jeden Fall. Es erinnert mich auf jeden Fall an das richtige Suro. Ist auf jeden Fall vom Spannungsding. Also kann ich mir richtig vorstellen, den hier tot zu grinden, den Modus. Nein, aber.
Aber guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel 5 Dias allein schon aufgehoben. Ich könnte mir jetzt rein theoretisch auch fast eine Hose craften. Das ist eigentlich auch verstaut, einfach die Dias mal aufzupicken von den Gegnern, oder? Kriegst du ja auch einen Dia pro Kill? Ja, du kriegst hier auch einen pro Kill, nur ich nehme die nicht wirklich mit, weil... Ja, guck mal, aber hier ist auch noch voll viel Healing, hier sind voll viele Suppen, hier sind noch... Hier ist, ich könnte mir 3 Gaps jetzt machen. Okay, ja, das hast du gerade schon gesagt. Was muss ich bei dir machen, damit ich dich nicht mehr tracke? Linksklick, sneaken. Aber nicht mit dem Schwert, bloß nicht mit dem Schwert. Alles außer Schwert. Dankeschön. Rechtsklick, Entschuldigung. Achso. Genius. Platz 9 nebenbei, weil. Ja, okay. Kann Charmants bedeuten. Aber der Bogen, kann es irgendwie sein, dass der auch manchmal irgendwie einfach nicht schießt oder so? Also. Ja, Bug. Es gibt so viele Bugs. Das ist ein cooler Bug. Der Modi ist halt. Boah, ich bin kein Developer. Was soll ich machen? Ich bin nur ein einfacher Spieler. Ja, ich merke schon, jetzt sind ein paar Sachen komisch. So läuft es jetzt einfach auf den Bogenkampf ein bisschen hinaus oder was jetzt? Ja, leider. Jetzt wird's spannend. Warum? Jetzt musst du spam. Rocket Arrow Event. Das heißt, die Pfeile werden zu TNT quasi. Okay. Spam. Einfach spam. Das ist ja ein cooles Event. Ist schön, okay, Hugo down, Junge. Wenn Hugo weg ist, ist es schon mal sehr gut, weil Hugo ist einer der, weil der hat viel Heal. Wenn wir den weg haben, ist es nice. Hab ihn. Schön, Junge. Willst du den Kill? Willst du den Sieg, meine ich? Den Sieg? Nein, den würde ich. Wir kämpfen, oder? Really? Ja, wieso denn nicht? Ah, Junge, ich bin bad in PvP. Ich gewinne einfach nur wegen meinen Tränken, hä? Wie hast du gedacht? Hä, wie? Aber ich denke, du bist Top 10? Also. By the way, Platz 9. Ja, Top 10 ist doch wohl. Ich weiß. Dann sag go. Ich zieh schon. Ach so, ist ja immer noch dieses Dings an, ja. Das wird so eklig, ich habe keine Pfeile mehr, ist das Problem. Yo. Ja, was geht? Ich glaube, dass es nach hinten losging. Ja, GG ist, aber schön gemacht. Wer hat Basti genommen? Ich weiß nicht. Aber wäre das nicht schlau, rein theoretisch? Also eigentlich jetzt noch mehr Heal-Tränke zu machen? Theoretisch wäre es auch schlau gewesen, hätte es mich mitgehealt, aber... Man hätte auch was sagen können. Mhm. Ja, dass ich an dir meckern muss. Ja, gerade hast du gesagt, dass du genug Heal hast. Also in der Splash Potion wird aber auf jeden Fall auch gesplittet. Also die volle Potion Stärke kriege ich. Achso, wirklich? Ja, also. Oh, das wusste ich nie. Entschuldigung. Ja, kannst du noch was. Also ohne es jetzt blöd klingen zu lassen, ich würde jetzt rein tutisch, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier am Spawn ist und hier ist kein Schwein, dann macht's doch. Dann wird's doch. Da sind's Leute. Okay, aber rein tutisch, ich würde jetzt einfach braun, Junge, das ist ja übertrieben die Advantage. Aber ihr wollt die Runde nicht so in die Länge ziehen, ne? Ja, ich hasse es sowas. Aber wenn ich halt Phasenbow spam, dann musst du halt sowas machen, leider. Guck mal, ich kann dir jetzt sogar einen Helm machen. Das ist doch auch noch nice. Während ich mir versuche, den Kill von Celtix zu schnappen. Celtix hat nicht gehört auf meinen Guide. Selber schuld. Er hat Wasser geplaced. Und Celtix ist bei Celtix draufgegangen. Ja, ich brauchst du Hilfe. Also die Dinger. Ja, sie sind nervig, aber sie hören nicht wirklich. Ja, warte, ich kann dir auf jeden Fall noch einen Helm. Kannst du auch ruhig baiten. Ah, einer von denen hat einen Dreizack. Ich hab dir mal einen Helm runtergeworfen. Ich glaube, der kann das auch noch mal ganz gut. Danke. Weil ich die Dias mitgenommen habe. Digga, das Event ist so. RIP. Kommt auch noch mal. Also. Es ist OP. Es ist absolut überdreht. Oh, das ist ja heute richtig aus. Wie sind die sonst? Wie viele Spieler sind denn sonst in der Runde drin? 10 Leute, würde ich mal so höchstens. 6 Leute? Kommt immer drauf an. Abends sind so 10. Also 6 Leute starten die Runde abends, also wenn viele Leute online sind, und sonst startet die Runde halt erst bei 2 oder 4. Das wechselt sich immer nach Tageszeit ab. Da ist es halt schon so, dass du wenige Kills machst, wenn da nur 2 Leute. Ja, macht Sinn, ne? Ja. Wie wenn das Game crasht, kriegst du keinen Lose, oder was? Ja, kriegst keinen Lose. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt normalerweise jetzt sterben würde, kann ich auch einfach das Game crashen lassen. Wie meinst du das? Naja, das halt natürlich, wenn ich jetzt in einem Kampf gerade am Verkacken bin und weglaufe, dann lasse ich einfach mein Game crashen. Ja, wie willst du es denn crashen lassen? Ja, das geht schon irgendwie. Ah, du hast ihn schon. Schön. Wollen wir das Finale austragen, Jungs? Ja, das Finale machen wir so. Das war genommen. Ich würde sagen, ihr fightet mal gegeneinander und ich guck mir das Ganze mal jetzt an. Gerade ist da gerade dein Wasserkocher angegangen, oder? Was? Da war ich bin ziemlich erhitzt. Ich werde auch sehr hart verkacken. Dankeschön. GG. Du spiel mit allem, was du willst, aber wir können ja mal ohne Bogen, weil mit den Pfeilen ist ja ein bisschen doof oder so. Okay. Ja, bist du ready? Jo. Okay, let's go. Ein bisschen. Ah, da hast du aber auch gelacht. Hast du mich gerade ausgelacht? Will ich nie tun, nee.
Es erwartet gerade. Na dann. Oh. Er will da tricksen. Ja. Boah, das ist so eklig. Oh, Junge, Gut, dass ich dir das noch gegeben habe, Basti. Was denn? Na gut, dass ich dir noch dieses Schwert gegeben habe. What the fuck war das jetzt? Lol. GG, wie bist du jetzt gerade gestorben? Ich weiß auch nicht, lol. Oh mein Gott, wenn Hugo noch mit dir hochkommen würde, das wäre mega nice. Ja, soll ich euch kurz noch mit Hugo allein lassen? wenn nicht, wir können nochmal auf Gomme oder so gehen, da können wir in eine private Runde, können wir auf jeden Fall zu dritt nochmal einen Screenshot machen, wenn ihr nochmal zu dritt einen haben wollt oder so. Gomme hab ich einen Permaban und so. Wird schwer. Du hast einen Permaban auf Gomme? Ja, wofür? Und ich bin noch nicht entbannt. Keine Ahnung, in der BRC-Bahnwelle einfach so. Obwohl ich nie mit BRC gespielt habe. Einfach so, sagst du? Einfach so, ja. Wollen wir mal eine Runde Bad Wars vielleicht spielen? Warte, meine Uhr, die zeigt mir gerade 10 nach 9 an. Ich muss ehrlich sagen, die Zeit, die ist aber ganz knapp heute. Da muss muss ich auch gerade sagen, das ist gerade ganz schwierig. Ich würde sagen, wir machen noch schnell einen Screenshot und Bad Wars ist da muss ich mal ausnahmsweise kneifen. So, Jungs, dann kommt mal her, komm mal hier, schön Gang. Oh nein, Junge. Ja, komm, schnell jetzt. Komm, zackig, Jungs. Alright, Jungs, ich wünsche euch auf jeden Fall was und man hört und sieht sich bestimmt nochmal dementsprechend. Ja, schönen Abend. Ich danke euch auf jeden Fall für die Zeit. Macht's gut, jo. Du bist der Beste. Jo, ciao, ciao. Ja, right, ciao. Ciao, ciao.